Und ich möchte uns jetzt auch gar nicht länger aufhalten mit meinem Geplaudere. Bitte euch verzeiht, wenn es heute 5 Minuten länger geht, damit wir mit Sascha mal dann doch genügend Zeit haben können. Und den möchte ich doch jetzt auch gerne mit euch gemeinsam einladen, damit wir hören können, was er denn heute so mitbringt zu diesem 25. Juni nach der Wende, der Sommersonnenwende. Es ist offiziell Sommer. Wir sind da angelangt, wo ich persönlich mich sehr wohl fühle, in der Wärme, in der Sonne und die aber auch manchmal so richtig ein Spot sein kann, die ihre schönen Strahlen auf das richtet, was es jetzt gerade zu begutachten gibt. Also, dann wollen wir den noch einladen, den lieben Sascha mal. Und bitte atme doch mit mir ein paar Mal tief ein und aus, schöne Seele. Und lade in deinem Geist den lieben Saint-Germain und die geistige Welt mit ein. Sei willkommen in diesem Online-Raum. Vielen Dank, dass du da bist. Ich grüße dich, ich grüße euch, ihr wunderbaren Seelen, die ihr diesen Augenblick jetzt mit uns teilt. Mit uns. Wir sind die Vereinigung der geistigen Welt der neuen Dynastie und ich als Vor- und Fürsprecher deiner Seele und dieser Vereinigung, Meister Graf von Saint-Germain, und empfinde mich hoch erfreut, diesen sonnigen Augenblick jetzt mit dir zu teilen und einzutauchen in eine sehr spannende Zeit voller Lebensgeschichten, die an die Oberfläche kommen, die jetzt angeschaut, gefühlt und so integriert, sprich losgelassen werden wollen. Es ist die Zeit des Feierns, es ist die Zeit des Sonnenbadens, es ist die Zeit der äußeren und vielleicht manchmal auch inneren Hitze. Es ist Sommer. Es ist die Zeit, die vor dem Ernten kommt. Verstehst du, was ich damit sage, liebe Seele? Vor dem Ernten. Deswegen wollen wir uns heute so ganz generell mal um das Thema loslassen. Wie mache ich das? Und dann natürlich eben auch integrieren. Diese beiden Thematiken sollen heute mal im Vordergrund stehen. Und ich will eine kurze Erklärung abgeben, geliebte Seelen, was ich denn da so immer meine mit genießt, feiert diesen Sommer. Und ich will gleich mal mit dem Letzten beginnen. Wenn die geistige Welt dich aufruft zu feiern, dann heißt das nicht, dass du immer viele Freunde einladen musst, eine große Party schmeißen sollst und die Champagnerkorken knallen lassen solltest. Nein, weißt du, aus unserer Sicht ist Feiern fühlen. Fühlen auf eine besondere, liebevolle und respektvolle Art. Feiern, also fühlen im Sinne von genießen, heißt, den Augenblick wirklich zu beehren durch deine Aufmerksamkeit. Präsent zu sein, zu atmen und die Atmung, die durch deinen Körper fließt, richtig zu spüren. Und dann dabei zu fühlen, was alles in dir aufsteigt. Feiern eben. Feiern im Sinne von achtsam den Augenblick und das Hier und Jetzt mit deiner Gegenwart beehren. Denn das ist ein Fest. Ein Fest für all deine Sinne, ein Fest für deinen Körper, ein Fest für die Gegenwart, die du dann beehrst. Deswegen vergiss jetzt nicht das Atmen. Denk daran, tief, entspannt und frei und präsent zu atmen und zu sein. Denn dieses Fest der Sinne wird dir dabei helfen, zu integrieren und loszulassen, was in diesem Sommer nicht länger Platz finden kann an deiner Seite.
Und es rührt daher, weil du, je öfters du präsent bist und anwesend bist, umso mehr Platz wirst du einnehmen. Platz in deiner Gegenwart, Raum in deiner Umwelt. Dann findet sehr wenig, das nicht liebevoll, nicht nährend, nicht länger stärkend, nicht länger unterstützend auf dich einwirkt, noch Platz in deinem Raum. So bist du also mitbeteiligt an der Situation. Mitbeteiligt. Ich will ganz bewusst nicht behaupten, du wärst hundertprozentig an allem selbstverantwortlich. Das wäre nicht ganz korrekt, denn es fügen ganz viele Dinge mit ein, die du so ja nicht bewusst geschöpft und geschaffen hast. Niemand stellt sich bewusst vor das Ende einer Partnerschaft, wenn er sie beginnt. Niemand entscheidet sich mit dem Kopf ganz klar, ja, also ich mache jetzt da erstmal was richtig krank in meinem Körper und dann gucke ich mal, wie das dann so läuft, um es wieder gesund zu machen. Nein. Du würdest jetzt vielleicht sagen, und ich nutze dazu Adrianas Worte, bin ja nicht verrückt. Und genau ist dieses Wort, genau dieses Wort, verrückt ist die Wahrheit. Ihr seid alle ein bisschen verrückt. Und zwar dann, wenn ihr eben etwas verrückt seid in eurer Wahrnehmung und im Fokus auf das, was hinter den Dingen steckt, die euch vermeintlich schaden wollen. Du kannst es sehr schnell entkräften, indem du dir einen Augenblick Zeit nimmst, diesen Dämon da im Außen, dieses unüberwindbare Negative, das du unbedingt weghaben, loslassen willst aus deinem Leben. Wenn du dir Zeit nimmst, diesen einfach mal zu begutachten, nur zu fühlen und die Botschaft vielleicht empfängst, die darin steckt für dich. Ist aber nicht mal so wichtig. Der Augenblick des Innehaltens und des Akzeptierens, dass das jetzt so ist, wie es ist. Und schon fast 80% der Miete, wenn es ums Loslassen geht.